In den 1920er Jahren haben Wissenschaftler allmählich verstanden, warum die Sonne scheint bzw. was in ihr passiert, und zwar Kernfusion. Die Sonne besteht zum großen Teil aus einem Plasma aus einfachem Wasserstoff. Pro Sekunde werden dort einfach mal 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 595 Millionen Tonnen Helium. Denn durch die hohen Temperaturen verschmelzen dort leichte Wasserstoffatomkerne zu schweren Heliumkernen. Und da die Masse des schweren Kerns nach der Fusion kleiner ist als die Masse der beiden leichten Kerne vorher, wird dieser Massenunterschied in Form von Energie freigesetzt. Und das eben in riesigen Mengen. Also wir sprechen hier von einer Leistung von ca. 20 Billiarden, also 20.000 Billionen Atomkraftwerken. Und natürlich haben Wissenschaftler schnell das Energiepotenzial für uns Menschen erkannt, das hinter der Kernfusion steckt. Ein Gramm Brennstoff in einem Kernfusionsreaktor soll so viel Energie bringen wie 11 Tonnen Kohle. Und deshalb wird alles dran gesetzt, Kernfusion auch bei uns möglich zu machen, um Energie zu gewinnen. Nachdem es in letzter Zeit einige vielversprechende News aus dem Bereich Kernfusion gab, gibt es nun ziemlich dramatische Schlagzeilen, die das Ende des größten Kernfusionsprojekts vorhersagen. Was da dran ist und wieso das vielleicht sogar eine gute Nachricht ist, das klären wir heute, und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Als großer Hoffnungsträger gilt ja eigentlich der ITER, der Internationale Thermonuklear-Experimentalreaktor. Das ist ein Projekt von 33 Nationen, darunter die EU, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, China und noch einige andere. ITER war vor allem als Testlabor gedacht, um die großen Herausforderungen der Kernfusion in den Griff zu kriegen, und sollte so den Weg zum ersten großen Demonstrationskraftwerk möglich machen. Ziel war es, dass das Ganze bis 2035 läuft, aber durch so ein paar Fehlproduktionen kann dieser Zeitplan einfach nicht mehr eingehalten werden, und mittlerweile sind schon ziemlich viele Milliarden Euro in ITER reingeflossen und tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieure haben daran gearbeitet, und so langsam steigt der Druck auf das Projekt. Nicht nur wegen vielen technischen Schwierigkeiten, sondern weil es mittlerweile starke Konkurrenz und andere Technologien gibt, zu denen ich bereits einige Videos hier auf dem Kanal gemacht habe. Aber schauen wir uns mal ganz kurz an, was jetzt eigentlich die Schwierigkeiten bei der Kernfusion sind. Die erste große Herausforderung besteht darin, zwei positive Atomkerne zu verschmelzen, die sich ja eigentlich normalerweise einfach abstoßen würden. Und damit es klappt, müssen die Kerne mit sehr hohen Geschwindigkeiten aufeinander fliegen, und das kann nur mit extrem hohen Temperaturen, so zwischen 100 und 200 Millionen Grad, funktionieren und mit einem großen Druck. Also das ist so eine Kombination aus den beiden. Bei der Nachahmung hier auf der Erde werden für die Fusion in der Regel die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium benutzt. Deuterium besteht aus einem Proton und einem Neutron, Tritium besteht aus einem Proton und zwei Neutronen. Und durch Energiezufuhr entsteht jetzt ein Plasma, sprich die Atome, die werden so aufgebrochen sozusagen, und die Elektronen und die Wasserstoffionen, die bewegen sich dann getrennt voneinander, und hier kommen wir zur nächsten Herausforderung. Dieses Plasma, was dafür nötig ist, das muss eingeschlossen bzw. zusammengehalten werden. Denn keine materielle Wand würde so hohe Temperaturen aushalten, und außerdem würde das Plasma durch den Kontakt mit so einer Wand ja auch abkühlen, was dann diesen Kernfusionsprozess stoppen würde. Es gibt jetzt unterschiedliche Lösungsansätze für dieses Problem. Da im Plasma ja geladene Teilchen sind, kann es unter anderem mit starken Magnetfeldern eingeschlossen werden. Das ist so die klassische Herangehensweise, auf die man auch schon in den 50er Jahren gestoßen ist. Hier gibt es verschiedene Ansätze. Das wohl bekannteste Konzept ist das Tokamak. Also das Ding, das sieht so aus wie so ein Donut, in dem jetzt mehrere Spulen die benötigten Magnetfelder erzeugen. Und davon gibt es weltweit einige Reaktoren. Unter anderem dem JET, den Joint European Torus, das weltweit größte Fusionsexperiment. Mit JET ist es tatsächlich schon 1991 das erste Mal gelungen, Energie durch Kernfusion freizusetzen. Auch der ITER beruht auf der Tokamak-Technologie, allerdings kommen hier supraleitende Magnetspulen zum Einsatz. Der Tokamak, der hat so ein paar Nachteile, und zwar, dass der Transformator da drin nicht durchgehend Strom erzeugt. Der muss sich zwischendurch entladen, und deshalb kann die Fusion nur pulsartig ablaufen. Mit Tokamak-Kraftwerken lässt sich also nur schwer so ein Dauerbetrieb erreichen. Es wird jetzt aber versucht, das durch so Hochfrequenzwellen zu ändern. Aber es gibt noch ein paar andere Ansätze, und ein anderer sehr bekannter Ansatz ist der Stellarator. In dem werden ebenfalls Magnetfelder erzeugt. Das Ganze funktioniert aber ohne Strom im Plasma, also nur mit so einem Spulensystem. Und der Stellarator kommt mit zwei Magnetfeldern aus, einem ringförmigen in der Mitte, und dann wird noch ein zweites durch so äußere Spulen erzeugt. Damit es ausreicht, haben die Magnetspulen eine etwas kompliziertere Form, wie man hier im Bild auch sieht. Im Gegensatz zum Tokamak ist der Stellarator für den Dauerbetrieb geeignet, weil er halt nicht von dieser Transformatorspule im Inneren von diesem Donut abhängig ist. Da die Geometrie des Tokamaks einfacher und das Magnetfeld dadurch stabiler ist, wurde sich beim ITER aber erstmal für die Variante entschieden, also dem Tokamak, obwohl so ein Stellarator eigentlich vielleicht
besser für so ein Fusionskraftwerk geeignet ist. Ja, und dass der Stellarator besser ist, das soll jetzt gerade ein deutsches Projekt zeigen, also der Testreaktor Wendelstein 7X, der vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betrieben wird. Hier sind 50 so supraleitende Magnetspulen im Einsatz und durch so ein komplexes Magnetfeld wird dann halt dieses Plasma da drin eingeschlossen. Und schon 2018 konnte der Testreaktor so einen Weltrekord mit seinem Fusionsprodukt erreichen. Nach weiteren Umbauten konnte jetzt Anfang des Jahres so ein neuer Rekord erreicht werden und der Reaktor, der lief immerhin 8 Minuten lang bei 1,3 Gigajoule. Und das Ganze, das dient jetzt auch als Vorbild unter anderem für das deutsche Startup Proxima Fusion, das auch das Stellarator-Prinzip nutzt und Anfang der 2030er Jahre wollen die damit in Betrieb gehen. Das Ganze soll so viel heißen, dass Stellaratoren mittlerweile echt eine krasse Konkurrenz zu Tokamak-Projekten wie dem ITER sind und oft hört man, dass sie besser sind, denn frühere Probleme wie diesen Plasmaeinschluss bei hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten, konnten mittlerweile gelöst werden. Und dieser Fortschritt beim Stellarator wirft auf jeden Fall unter anderem die Frage auf, ob der ITER mittlerweile schon vielleicht überflüssig ist oder einfach zu spät dran ist. Es gibt aber noch weitere Ansätze, die ich noch mal ganz kurz vorstellen möchte, denn die sind wirklich saumäßig spannend. Also einerseits gibt es viele Firmen, die mit dem Magneteinschlussprinzip arbeiten und das Tokamak-System nutzen und optimieren wollen, zum Beispiel durch noch bessere Hochtemperatursuperleiter. Ein anderes Startup setzt statt auf Tritium und Deuterium auf Bor und Proton. Der Vorteil, man kann so auf Tritium verzichten, das sich sowieso nur schwer gewinnen lässt und eine ziemlich geringe Halbwertszeit hat. Ein anderes bekanntes Startup ist General Fusion und die setzen noch mal auf ein ganz anderes Wert und zwar versuchen sie, die Reaktorwand so zu optimieren, dass die Wechselwirkung zwischen Wand und Plasma nicht mehr so problematisch ist. Und dafür wollen sie das Plasma einfach in flüssigem Metall einschließen. Und ihre Fusionstechnologie basiert im Prinzip auch auf diesem Tokamak. Ich würde es aber mal als neue Version davon bezeichnen. Ganz anders ist der Ansatz mit so kleinen Geschossen. Und dazu habe ich schon ein langes Video gemacht, was ich euch in der Endcard verlinke. Aber in kurz ist das Prinzip, dass da mit so Magneten kleine Aluminiumscheiben auf einen sehr kleinen Würfel, in dem eine Luftblase mit Deuterium und Tritium ist, geschossen wird. Und durch diese krasse Geschwindigkeit von einfach mal 20 Kilometern pro Sekunde entsteht eine Schockwelle, die Scheibe und den Würfel zerstört und einen so krassen Druck auslöst, dass ein Wasserstoffplasma entsteht, das dann die Kernfusion wiederum ermöglicht. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, ich packe es in die Endcard, da geht es auch nochmal darum, was vielleicht ein paar Haken davon sind. Und wenn ihr das verpasst habt, liegt es vielleicht daran, dass ihr noch kein Abo dagelassen habt. Macht das gerne mal, dann verpasst ihr kein Video mehr und Glocke anmachen. Okay, also diese Technologie, die setzt auf die Trägheitsfusion. Also die eigene Masseträgheit hält das Plasma zusammen, weshalb man jetzt kein extra Magnetfeld zum Halten braucht. Und auch die nächste Technologie und damit auch die letzte Variante, die ich euch noch kurz vorstellen möchte, ist wieder was mit Trägheitsfusion. Allerdings geht es hier um Laser. Und damit werden die Brennstoffe stark genug verdichtet und erhitzt, dass es auch dadurch wieder Kernfusion geben kann. Das war auch der letzte große Durchbruch, wo ich auch ein Video zu gemacht habe, finde ich auch in der Endcard. Aber das Interessante ist eigentlich daran, dass da tatsächlich bis jetzt der größte Fortschritt überhaupt gemacht wurde und das ist ziemlich krass durch die Medien gegangen. Aber was hat das jetzt nun mit dieser Überschrift, mit dem Abbruch vom größten Kernfusionsprojekt überhaupt zu tun? Tatsächlich ist der Auslöser dafür noch ein neuer Rekord mit der Lasertechnik, wo zwar jetzt noch keine Ergebnisse veröffentlicht sind, aber schon super viel Lärm drum entstanden ist. Und das hat jetzt scheinbar zu einem internationalen Strategiewechsel geführt. Und daraus ist dann die Frage entstanden, wofür ist der ITER denn noch gut? Denn eigentlich sollte der ja die Grundlage für unsere Kernfusionszukunft sein. Jetzt heißt es aber zum ersten Mal von einigen Wissenschaftlern, dass er nicht mehr als Voraussetzung für den Demonstrationsreaktor gelten soll. Das erste große Plasma-Experiment kann nämlich jetzt wahrscheinlich erstmal 2030 statt 2025 stattfinden und selbst das ist nicht richtig sicher, denn 2024 kommt erstmal ein neuer Zeitplan für ITER. Das heißt, es ist alles ein bisschen frustrierend, weil halt immer wieder Probleme auftauchen und das Ganze immer weiter nach hinten verschoben wird. Deshalb scheint jetzt eine weltweite Kursänderung ins Rollen zu kommen, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland entwickelt sich eine Alternative. Und zwar soll da jetzt auf diese Lasertechnologie, die am NIF so erfolgreich läuft, weiter geforscht werden. Und das Bundesforschungsministerium hat jetzt selbst sogar eine eigene Forschungsstrategie in dem Bereich aufgestellt. Und es gibt sogar noch mehr. Eurofusion fordert einen übergreifenden Wandel. Und für das erste Demonstrationsexperiment soll laut denen jetzt nicht mehr ITER als Vorbild gelten, sondern, und das fand ich ein bisschen überraschend, denn die Erfolge wurden ja eigentlich gerade vor allen Dingen in der Trägheitsfusion erreicht, es wird jetzt stattdessen überlegt, auf das Stellarator-Konzept zu setzen. Das wäre tatsächlich ganz interessant, weil
Wendelstein 7X, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, wäre eine ziemlich gute Grundlage, die aus Deutschland kommt und damit hätte Deutschland automatisch einen großen Anteil an der Entwicklung. Tja, das sind ziemlich heftige Nachrichten und man muss da auch offen zu sagen, dass es natürlich auch Stimmen dafür gibt, dass ITER gar nicht so schlecht ist, da die Erkenntnisse daraus auch andere Projekte unterstützen können. Meine persönliche Meinung ist hier, dass das erstmal ziemlich gute News sind, denn selbst wenn man nicht weiß, was am Ende wirklich stimmt, allein die Tatsache, dass nun so laut in der Wissenschaft diskutiert wird und das auf Basis von den Ergebnissen aus der Trägheitsfusion, zeigt, dass das wirklich große Fortschritte sind, die da geschaffen wurden. Wie man nun mit ITER weiterverfährt, finde ich persönlich ein bisschen kompliziert einzuschätzen und da weiß ich auch nicht, was man jetzt final da machen sollte. Nur ein Gedanke von mir dazu, der auch nicht direkt von mir ist, sondern eigentlich von Rolf Dubelli, der die Kunst des klaren Denkens geschrieben hat und der dort über die Sunken Costs spricht, also die versunkenen Kosten, wo man schon Geld ausgegeben hat und wo man dann an Dingen festhält, denn nun hat man ja schon irgendwie x Euro da rein investiert und will es sozusagen nicht aufgeben. Und ich glaube, diesen Fehler, dass man sagt, so, ich habe da jetzt schon Geld reingesteckt, deswegen sollte ich das unbedingt weitermachen, den sollten wir vielleicht auch nicht machen. Aber das ist, wie gesagt, keine finale Meinung zu ITER, sondern nur so ein Gedanke, den wir mitbedenken sollten und halt so ein Gedankenfehler, den wir ganz oft machen. Aber was sagt ihr denn dazu? Also glaubt ihr, ITER ist am Ende oder nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und was ist eure Meinung zum Thema Laserkernfusion, also Trägheitskernfusion versus zum Beispiel Stellarator? Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und hier sind die beiden Videos zu den Technologien, also einmal Lasertechnologie und einmal die Technologie mit den Geschossen. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, immer 17 Uhr hier bei Breaking Lab.